Hallo Leute, und heute ist wieder Unboxing Time mit euer Pili Bones und heute mal mit keiner Box, sondern mit einer CD. Und auf dieses Album bin ich erst jetzt gestoßen, aus Zufall. Das habe ich jetzt mal in der Werbung gesehen und da habe ich es mir auch sofort bestellt, weil ich diese Mischung hier extrem cool fand. Und zwar haben diese Goldmeister ein Album rausgebracht, was alles Gold heißt. Ja, so dieses Album hier, so sieht es aus. Und das ist eine Mischung zwischen Jazz und Hip-Hop. Und das fand ich so interessant, dass ich es mir unbedingt kaufen wollte und mal reinhören wollte und euch auch mal vorstellen wollte. Erst habe ich so überlegt, ob ich es zwischen Neuzugängen mal zeige oder ein Unboxing zu mehreren CDs mache. Aber da dieses Album so interessant ist und diese Mischung hier, habe ich mich dazu entschlossen, ein einziges Video dazu machen, also dieses Album ein Video zu widmen. Und deswegen habe ich dieses Video jetzt hier auch gemacht. Sonst hätte ich so wie immer gemacht, so zwei CDs. Aber ich wollte dieses Album nirgendwo anders reinmachen. Und ich würde mal auch sagen, ich packe mal jetzt die Folie aus und dann gucken wir uns mal zusammen an. Und gucken wir uns das mal, wie denn das Albumcover und so ist. Wie gesagt, ich wollte noch ganz kurz erwähnen, jetzt wo ich es aufmache, kann ich dann noch ganz kurz mal machen. Diese Leute haben jetzt ein Album rausgemacht. Ich würde jetzt sagen, das ist ein Coveralbum. Denn es besteht aus ganz vielen alten Rap-Tracks, die man so kennt. So Peter Fox zum Beispiel haben sie gecovert oder Songs von Fanta 4 oder Fettes Brot. Und da haben sie jetzt ein 12-Tracks-Album rausgebracht. Ich zeige es mal ganz kurz. Ja, so sieht es dann aus von hinten. Und so von vorne. Nochmal ganz kurz. Richtig cool, ich finde das ganze Design richtig cool. Hier auch mit goldener Schrift und alles. Hier, die Seite ist natürlich auch mit goldener Schrift. Richtig cool, nur hinten ist natürlich, nicht natürlich, aber da ist keine goldene Schrift. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Ich mache das mal auf jeden Fall ziemlich interessant. Oh, dieses CD-Design auch cool. Sieht aus wie eine Vinyl-Schallplatte. Richtig nice. Oh, hinten ist auch schwarz. Ja, nicht Silber, aber ich zeige das, muss das mal euch mal ganz kurz die CD zeigen. So sieht die aus. Richtig nice. Wie ich finde, das ist mal richtig nice. Das sieht richtig cool aus, wie eine kleine Vinylschallplatte. Ich lege die auch mal ganz kurz beiseite, damit ich euch mal das Ganze zeigen kann. Und zwar sieht das so aus, offen. Ja, so sieht das dann alles aus. Jetzt hole ich mal das Booklet raus. Und was ich schon mal sagen kann, ich werde euch auch jetzt gleich hier mal einblenden, ja, einen Song von denen, dann könnt ihr euch das mal anhören, oder wenn ihr es nicht gemacht habt, habe ich in der Videobeschreibung hundertprozentig ein oder zwei Videos da reingepostet, da könnt ihr euch die ganz gerne mal anhören, und ob euch das zusagt oder nicht, und jetzt gucken wir uns mal das Booklet an. Wie gesagt, hier so sieht es dann aus, wenn man es aufklappt, ne, und gucken wir uns jetzt hier mal an. Ja, die erste Seite, so sieht es aus. Ja, jetzt muss ich mal selber gucken. Die ganzen Sachen, hier steht alles so Geschriebenes drauf. Ja, doch, hier steht, ist immer ein Bild zu sehen und etwas Geschriebenes. Ja. So. Ich blende das Booklet auch auf jeden Fall mal ein. Ja, das könnt ihr euch dann mal jetzt gleich angucken. Ja, auf jeden Fall, so sieht es dann von hinten aus. Auf jeden Fall ein sehr schönes Booklet. So, jetzt mache ich das Booklet mal wieder rein und auch gleich die CD. Auf jeden Fall haben die Goldmeisters ein richtig cooles Album abgeliefert mit 12 Tracks für 15,99. Richtig cool, diese Hip-Hop-Sound mit diesem Chess-Sound gemischt. Das ist eine richtig coole Mischung, finde ich. Und gönnt euch das Album mal oder hört zumindest mal auf YouTube rein und guckt euch die Tracks an oder das Video, was sie rausgebracht haben. Und gönnt euch dieses Sound mal. Und wenn euch das gefällt, kauft dieses Album, unterstützt mal die Jungs. Ich finde, das haben sie richtig cool gemacht. Ich werde die Jungs auf jeden Fall im Auge behalten. Und ich freue mich schon aufs nächste Album. Und das war's dann jetzt auch mit diesem Unboxing zu dieser CD. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ciao.